Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Ja, heute ist das Vollmond-Orakel dran. Wir haben ja heute Vollmond im Widder, also eine sehr, sehr starke Energie, eine Feuerenergie. Ja, und anlässlich dieses Vollmondes heute habe ich hier drei verschiedene Kartendecks herausgeholt als Botschaft für diese kommende Vollmondphase. Zum einen habe ich hier zwei Karten gezogen aus dem Mondorakel. Dann habe ich zwei Botschaften gezogen aus dem Kartendeck Ho'oponopono. Ho'oponopono ist ja, ja die Kraft der Vergebung. Es gibt ja Vergebungsrituale und das kann man eben hier mit Ho'oponopono sehr gut machen. Und ich denke, das passt jetzt eben hier zum Vollmond sehr, sehr gut dazu, dass man eben hier ja, sich anschaut, ja, wo man hier praktisch noch Vergebungsarbeit leisten sollte. Und dann habe ich noch zwei Botschaften gezogen aus dem Kartendeck Botschaften deiner Geistführer. Das sind natürlich allgemeine Energien für diesen Vollmond. Es kann also sein, dass du hier damit in Resonanz gehst oder auch nicht. Vielleicht bekommst du hier für dich Erkenntnisse, ja, Botschaften, Klarheit, was dich und dein Leben eben jetzt hier betrifft. Wir schauen uns jetzt hier einfach an, welche Karten sind gefallen, was möchte uns die geistige Welt hier eben dazu mitteilen für die kommende Vollmondphase. Und ja, vielleicht kannst du eben hier etwas damit anfangen. Natürlich kannst du bei mir eine persönliche Beratung buchen. Ich biete Videolegung, E-Mail-Legung oder WhatsApp-Legung an, natürlich auch eine Telefonberatung, das kannst du auch sehr gerne bei mir buchen. Ja, ich hätte gesagt, ich starte jetzt los mit diesem Orakel. Welche Botschaften sind denn jetzt hier für das Kollektiv wichtig für die kommende Vollmondphase? Da haben wir zum einen die Botschaft. Da haben wir schon eine Vollmondkarte, aber hier steht Vollmond in der Jungfrau, das haben wir ja jetzt nicht. Aber es ist eine Vollmondkarte und diese Karte sagt einfach, du bist gut genug. Ja, du bist gut genug, so wie du bist perfekt, so wie du bist. Und das ist jetzt eine sehr, sehr gute Botschaft für diesen Vollmond, ja, dass du vielleicht an dir zweifelst, dass du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, dass du mit dir sehr kritisch umgehst, ja, das ist ja die Natur der Jungfrauen, ja, sehr kritisch und ja, von Höckchen auf Stöckchen, alles überanalysieren, kenne ich nur zu gut. Jemand in meinem sehr bekannten Umfeld ist Jungfrau und das ist oft wirklich, möchte ich nicht sagen anstrengend, aber die Jungfrauen gehen halt wirklich, ja, wenn sie mal mit dem Kritisieren anfangen, dann hören sie auch nicht auf. Also die suchen wirklich praktisch das Haar in der Suppe, ja. Und jetzt ist Schluss damit, ja, vielleicht suchst du einfach auch immer wieder Fehler bei dir. Ja, dann sollst du hier diese Botschaft bekommen, du bist gut genug. Oder aber du kritisierst jemand anderen ständig, dann sollst du jetzt dieser Person mitteilen, dass diese Person gut genug ist, so wie sie ist. Ja, das kann eben sein, dass du diejenige bist, die sich selber immer wieder kritisiert oder die vielleicht auch kritisiert wird. Ja, dann sollst du jetzt wissen, nein, du bist gut genug. Lass dich nicht ständig unterbuttern, lass dich nicht ständig kritisieren. Oder aber du bist derjenige oder diejenige, die hier deinen Gegenüber immer wieder kritisiert. Dann sollst du aber jetzt hier die Botschaft bekommen, dass jetzt genug ist sozusagen und dass du hier wirklich dieser Person zeigst, dass sie gut genug ist, so wie sie ist. Ja, niemand ist fehlerfrei, auch keine Jungfrau. Ja, auch wenn Jungfrauen immer wieder den Fehler suchen, ja, oder ja, wirklich das Haar in der Suppe suchen. Niemand ist fehlerfrei, niemand ist perfekt. Wäre ja eigentlich auch langweilig, das Leben, wenn dem so wäre. Ja? Egal, ob jetzt du hier die Person bist, die immer wieder kritisiert wird durch andere oder dass du dich selber kritisierst, dann sollst du hier die Botschaft bekommen, du bist gut genug, hör auf damit. Oder eben, du bist diejenige oder derjenige, der hier immer wieder kritisiert und dann sollst du hier auch die Botschaft bekommen, dass du jetzt einfach damit aufhörst, niemand ist perfekt. Dann haben wir die zweite Vollmondbotschaft. Zeit der Heilung, abnehmender Sichel. Ja,
Du darfst jetzt in die Heilung gehen. Vielleicht hat dich jemand in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Vielleicht hast auch du jemanden immer wieder kritisiert und jetzt ist die Zeit der Heilung. Vielleicht hat dich jemand immer wieder kritisiert, das hat an deinem Selbstwert genagt und jetzt sollst du die Botschaft bekommen, du bist gut genug und das darf jetzt in die Heilung gehen, ja? Vielleicht wurdest du beleidigt, kritisiert, runtergemacht von einem typischen Narzissten, ja? Da kann ich auch ein Lied davon singen, ja? Mein Gegenüber ist ein ziemlich starker Narzisst und da kann ich ein Lied davon singen, wie unangenehm das wirklich sein kann, wenn ein Narzisst anfängt, dich zu unterbuttern, dich zu untergraben, dich schlecht zu machen, immer wieder den Fehler bei dir zu suchen. Ja, aber der Fehler liegt nicht bei dir, der Fehler liegt bei deinem Gegenüber. Denn das, was dein Gegenüber an dir kritisiert, das musste ich jetzt auch lernen, ist eigentlich das, was er an sich selber kritisiert. Du spiegelst ihm das praktisch nur, ja? Und jetzt darfst du in die Heilung gehen. Ja, das, was dir dein Gegenüber immer wieder in den Kopf geworfen hat. Und da kommen ja oft Dinge, die einfach nicht stimmen. Ja? Das darf jetzt in die Heilung gehen. Jemand hat dich sehr, sehr stark verletzt. Und das darf jetzt in die Heilung gehen. Und wenn du der oder die Person bist, die jemand anderen ständig niedergemacht hat, wird es jetzt, glaube ich, Zeit für eine Entschuldigung. Ja, Zeit der Heilung. Du sollst deinem Gegenüber zu verstehen geben, dass dein Gegenüber genauso perfekt ist, wie er ist. Denn, wie gesagt, niemand ist fehlerfrei. Und egal, was man dir angetan hat oder egal, was du einer anderen Person angetan hast mit deinem ständigen Kritisieren, das darf jetzt in die Heilung gehen. Und vergib dir auch selber, wenn du die Person bist, die immer jemand anderen kritisiert. Ja, schau in dich hinein, was ist es, was dich an anderen stört? Denn das ist genau das, was du an dir selber ablehnst. Schau da genau hin. Dein Gegenüber spiegelt dir das nur. Ja, dein Gegenüber spiegelt dir, was bei dir innen drinnen, ja, in Aufruhr ist. Und das darf jetzt in die Heilung gehen. Das sollst du dir anschauen. Und du kannst dir das nicht anschauen, indem du ständig deinen Gegenüber kritisierst, sondern schau mal bei dir hin. Ja? Warum triggern dich gewisse Dinge an? Also mein Gegenüber, da triggern wirklich Dinge an, wo ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat. Ja? Dass das einzig und allein sein Problem ist. Und ich spiegel ihm das sozusagen, denn ich habe ja damit kein Problem. Das hat ja mein Gegenüber. Und da sollst du jetzt praktisch, wenn du diejenige bist, die immer wieder kritisiert wird, in die Heilung gehen und diese Worte nicht zu sehr an dich heranlassen, vor allem wenn es eine Kritik ist, die nicht berechtigt ist. Ja? Und wenn du derjenige bist, der immer wieder kritisiert hat, schau hin, warum du das tust. Ja, und dann versuche das Ganze wirklich in die Heilung zu bringen. Und jetzt ist auch eine gute Zeit dafür. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut, dass ich mich dann eben auch für das Ho'oponopono-Orakel entschieden habe. Da geht es ja um die Vergebung. Vergib dir, vergib aber auch deinem Gegenüber. Da haben wir: Träume sind da, um gelebt zu werden. Erlaube dir, dich weiterzuentwickeln. Nähre deine Träume, damit sie wachsen können. Verfolge deine Selbstverwirklichung in deinem Tempo. Vergib allen Menschen, die dich daran hindern, deine Visionen wahr werden zu lassen. Ja, steh zu dir, steh zu deinen Träumen. Deine Träume wollen jetzt gelebt werden. Vielleicht hat dein Gegenüber dich ständig untergraben und unterbuttert, weil du Träume hast, Ziele hast oder weil du vielleicht schon etwas erreicht hast im Leben. Und da hat dein Gegenüber dich vielleicht immer wieder unterbuttert. Und das sollst du aber nicht mehr. Du sollst hinter deinen Visionen stehen und sie wahr werden lassen und weiterhin daran arbeiten. Ja, Träume sind da, um gelebt zu werden und nicht um da zu sitzen, ach, wie schön wäre es, wenn das und das und das. In die Hand nehmen, schauen, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, das ist hier und natürlich auch den Menschen vergeben, die dir einfach Steine in den Weg legen. Ja, die dich daran hindern, deinen Weg zu gehen. Dann haben wir als die zweite Botschaft vom Ho'oponopono Kartendeck, ja, die Liebe. Verehre die Liebe in deiner Familie.
Eine liebevolle Haltung allen Familienmitgliedern gegenüber bringt Lebensfreude hervor. Halte nicht an deinen Verletzungen fest. Vergib allen, die dich verletzt haben. Entdecke die neue Kraft der Liebe in dir. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Vielleicht hat dich jemand immer wieder kritisiert. Und jetzt sollst du einfach eine liebevolle Haltung all denjenigen Personen entgegenbringen, die dich verletzt haben. Das ist nicht immer einfach. Ja, also ich weiß, wovon ich spreche. Also, ja, aber du sollst hier nicht an diesen Verletzungen festhalten. Vergib all denjenigen, die dich verletzt haben und lass dieses Thema in Frieden und in Liebe los. Denn Verletzungen, immer wieder an den Verletzungen festhalten, fördert eigentlich auch nicht wirklich die Zukunft. Es behindert die Zukunft. Und jetzt ist die Zeit da, all denjenigen zu vergeben, die dich verletzt haben, die dich kritisiert haben, die immer wieder gesagt haben, du bist nicht gut genug oder es dir zu verstehen gegeben haben, dass du nicht gut genug bist. Du bist gut genug. Ja? Steh zu dir, zu deinen Träumen und vergib all denjenigen, die dich verletzt haben. Wenn du in der Position bist, wo du jemand anderen verletzt hast, dann verzeihe dir selber, dass du das getan hast und bitte deinem Gegenüber um Verzeihung. Ja? Jetzt schauen wir uns die Botschaften der Geistführer an und da haben wir, deine Überzeugungen sind richtig für dich. Ja, deine Überzeugungen, deine Träume wollen jetzt gelebt werden. Deine Überzeugungen, zu dem zu stehen, was deine Wahrheit ist, was du für richtig empfindest, zu dir zu stehen. Ja, alles das, wovon du überzeugt bist, ist genau richtig für dich. Ja, und als letzte Botschaft haben wir, du hast ein Anrecht auf Fülle. Das haben wir alle. Wir haben alle ein Anrecht auf Fülle. Und das solltest du dir jetzt auch bewusst sein. Man hat dir vielleicht immer wieder zu verstehen gegeben, du bist nicht gut genug. Du selber hast vielleicht von dir immer wieder geglaubt, du bist nicht gut genug. Du bist gut genug. Das darf jetzt, dieser Glaubenssatz darf jetzt in die Heilung gehen. Wenn du von dir selber glaubst, dass du nicht gut genug bist, dann ziehst du Menschen an, die dir das immer wieder aufs Butterbrot schmieren. Die dir zu verstehen geben, dass du nicht gut genug bist, weil das dein Glaubenssatz ist. Und das darf jetzt in die Heilung gebracht werden. Und anstattdessen, ich bin nicht gut genug, sollst du dir denken, ich habe Anrecht auf Fülle, ich habe Anrecht auf Glück, ich habe Anrecht auf Liebe. Ja? Deine Überzeugungen sind richtig für dich. Wenn du überzeugt davon bist, dass du keine Fülle, keine Liebe verdient hast, dann ist es für dich in dem Moment richtig, aber es ist für dich nicht gut. Ja? Deswegen, wenn du die Überzeugung hast, dass du ein Anrecht auf Fülle hast, dann wirst du diese Fülle und dieses Glück auch erleben. Und jetzt in dieser Vollmondphase ist die Zeit der Heilung, dass der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, jetzt in die Heilung gebracht wird und in die Vergebung gebracht wird. Ja? Das ist so die Kernaussage dieses Orakels. Also ich finde es ein sehr spannendes Thema jetzt in dieser Vollmondphase. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen damit helfen. Ich wünsche euch eine schöne Vollmondnacht, eine schöne Vollmondphase und alles Liebe. Ciao!